Die Koblenzer Rheinanlagen südlich der Pfaffendorfer Brücke tragen den Namen von Kaiserin Augusta. Sie war die Gemahlin Kaiser Wilhelms I. und gab den Park 1856 in Auftrag. Die als Volkspark gedachte Anlage wurde 1861 fertiggestellt und nach dem Zweiten Weltkrieg in vereinfachter Form neu gestaltet. Die Kaiserin Augusta-Anlagen beginnen an der Pfaffendorfer Brücke mit der Kaiserhalle. Die hier angebrachten Plaketten erinnern an die enge Bindung zwischen dem Kaiserpaar und der Garnison und Residenzstadt Koblenz. Für den Dichter Max von Schenkendorf wurde 1861 südlich der Pfaffendorfer Brücke ein Denkmal errichtet. Schenkendorf gehörte zu den patriotischen Dichtern der Freiheitskriege. Er war ab 1813 Offizier im preußischen Generalstab und kam 1815 zusammen mit General Gneisenau nach Koblenz. Neben dem Schenkendorf-Denkmal steht das Brückenmonument. Die Säule mit dem preußischen Adler erinnert an die Vollendung der Pfaffendorfer Brücke im Jahr 1864. Der Weinbrunnen stand ursprünglich vor der Rheinhalle auf dem ehemaligen Veranstaltungsgelände der Reichsausstellung Deutscher Wein. Auf Initiative des Fördervereins Rheinanlagen konnte der vollständige Weinbrunnen 2013 auf einer Wiese vor dem Weindorf wiedererrichtet werden. Eine Porträtbüste zeigt Peter Josef Lené, der als königlich preußischer Gartenbaudirektor die Kaiserin Augusta-Anlagen mitentworfen hat. Lené wurde 1789 in Bonn geboren und war einer der bedeutendsten Park- und Landschaftsgestalter in Deutschland. Der Luisen- oder Salve-Tempel von 1862 ist ein achteckiger Pavillon im Stil des Spätklassizismus. Das gusseiserne Bauwerk aus der Sahner Hütte widmeten Prinzessin Luise und Kronprinz Friedrich Wilhelm ihrer Mutter Augusta. Von hier aus geht der Blick auf den Rhein und hinüber nach Pfaffendorf. Am Ende der Anlage steht das Kaiserin Augusta-Denkmal. Die Koblenzer Bürger weihten das weiße Marmormonument 1896 zu Ehren der Kaiserin ein. Es steht in Höhe der Rheinlache, einem vom Rhein abgetrennten Seitenarm des Stroms, der früher die Insel Oberwerth umschloss. Seit der Anlage der südlichen Vorstadt säumen die Villen in der Mainzer Straße die Rheinanlagen. Sie sind zum Teil von kunsthistorischer Bedeutung, so wie das Gebäude Mainzer Straße 69. Es wurde nach Plänen von Karl Riffer 1914 im typisch spätbarock-klassizistischen Stil erbaut und 1931 umgebaut. Die Villa ist ein zweigeschossiger Putzbau mit einer Pilastergliederung und hohem Walmdach. An den Fassaden befinden sich flache Erker. Bauherr war der Rentner Dr. Ernst Hoffmann.
In den 1980er Jahren wurde die Villa im Inneren stark verändert und modernisiert.